Tag, mein Name ist Beam und ich heiße euch herzlich willkommen zu meinem Let's Play Transport Fever. Jo Leute, mal weiter an der Stelle. Nachdem wir in den letzten Folgen sehr viel Zeit verbracht haben, um endlich die Schiffslinie hier auf Vordermann zu bringen, sieht das erstmal alles sehr gut aus. Also was mir vor allem gefällt, ist, dass hier Bretter als auch Kunststoff wirklich ungefähr gleich viel im Hafen gelagert ist. Das ist erstmal ein sehr gutes Zeichen. Also die Warenproduktion, die müsste jetzt an sich so langsam dann ordentlich anlaufen. Und genauso hoffe ich natürlich, dass unser Kontostand immer besser wird. Und schön Darlehen zurückzahlen. Darf man nicht vergessen. So, jetzt haben wir nur noch 13,5 Millionen Kredit. Aber wir haben schon wieder über 16 Millionen zurückgezahlt, was erstmal sehr angenehm ist. Ich glaube, den Zug sollte ich dann auch bald mal austauschen, Leute. Den sollte ich bald mal austauschen. Wie alt ist denn der? 41 Jahre ist der alt mittlerweile. Betriebskosten plus 50%. Ich denke mal, das liegt wirklich daran, dass der schon so alt ist. Also den würde ich... Kommt der noch hinterher? Ich schau mal gerade eben. Es geht noch alles rein. Also ich würde sagen, wir warten noch so ein, zwei Jährchen. Vielleicht bis 1950, weil da kann ja auch gut sein, dass wir da wieder was Cooles freischalten. Und spätestens nach 1950 werde ich ihn aber dann austauschen. Definitiv. Wir müssen dann sowieso mal ein bisschen austauschen hier. Wir haben sehr viele alte Fahrzeuge, die nicht mehr die modernsten sind, auf jeden Fall. Auch im Jahre 1947. So, gut Leute, aber ich hatte ja gesagt, auch Ende der letzten Folge, dass ich jetzt unbedingt Frankfurt am Main mal anbinden möchte. Und damit würde ich jetzt hier loslegen. Und das wird wahrscheinlich auch gar nicht so lange dauern, weil wir werden einfach eine schöne Strecke hier am Fluss lang führen. Ich werde das so bauen, dass wir dann später das Holz noch anbinden können an das Gleis, genauso hier irgendwie. Und aber hier werden wir eine Brücke rüberziehen. Ne? Und dann hinten hier müssen wir noch gucken, was wir dann damit machen. So. Und genauso Cargo und so können wir dann auch gleich rüberbauen, das ist aber kein großes Problem. Weil wenn wir einmal das Gleis haben, dann machen wir einfach mit anschmiegen oder so und dann hat sich die Sache. Ich überlege jetzt noch gerade. Hier kommt unser Passagierzug lang, okay. Die Straße hier mache ich erstmal wieder weg, die habe ich auch selber gar nicht gesetzt. Das war aus irgendeinem Grund die KI gewesen. Und die Straße hier, die können wir auch nicht mehr wirklich gebrauchen. Außer wir wollen hier irgendwann den Flughafen bauen oder so. Hier, ne? Berliner Flughafen. Wäre eigentlich eine Idee, das noch zu machen irgendwann. Also wir machen definitiv einen Berliner Flughafen. Verspreche ich euch, der wird bestimmt irgendwann fertig. Nee, aber Flughafen machen wir auf jeden Fall, keine Sorge. So, gut, ich fange mal mit dem Gleis hier an. Dann gucken wir erstmal weiter. So, dann können wir ja bis an die Straße hier anschmiegen. Bis hierhin. Ich will jetzt aber noch keine Oberleitung haben. Oberleitung machen wir dann, wenn ich auch wirklich E-Loks benutzen will. Ansonsten wird mir das dann zu durcheinander. So, ist das noch 120? Hab ich ein bisschen weit gebaut, ne? Ich muss hier ein kleines Stück wegmachen. Was wir natürlich mal machen könnten, wäre, Hochgeschwindigkeitsgleise zu verlegen. Stattdessen. Guckt mal, Leute, bis 300 geht das. Und so viel teurer ist es auch nicht. Aber da kriegen wir gleich mal einen bisschen besseren Eindruck, wie schnell wir das machen dürfen. 120, 165. Krass, ey, das muss wirklich übelst gerade sein, wenn man das... Aber das würde sich doch jetzt lohnen, oder? Bin ich ja fast der Meinung. Da verlege ich das mal ein kleines bisschen anders. Wir bauen für die Zukunft, Leute. Wir bauen für die Zukunft. Okay, wir haben hier oben E-Lok freigeschaltet. Ja, die Kurve ist mir zu krass. Übrigens, wenn ihr Probleme mit dem Snappen habt, also das Problem ist ja, die snappt ja hier an der Straße, das Gleis, dann müsst ihr einfach nur Shift drücken und dann wird es entsnappt. Ne? Und dann könnt ihr es quasi frei verlegen dann. So, machen wir mal, soweit es geht, dass es noch 300 ist. Na, da darf man jetzt keine so krassen Kurven machen mehr. Versuchen wir mal irgendwie auf 200 wenigstens zu bleiben, konstant. Das wäre großartig, wenn es gelingen würde. Also hier mach ich mal ein bisschen langsamer eben wieder. Und da bin ich ja gespannt. Also wir haben jetzt glaube ich noch keine Züge, die da ansatzweise die Geschwindigkeit packen, aber für später können wir das doch gleich mal so bauen. Und man sieht, man darf hier echt keine krassen Kurven mehr machen. Ne? So, würde das klappen? Das sieht eigentlich noch ganz gut aus. So, es wird ein bisschen teurer jetzt, aber damit kann ich leben. Können wir eigentlich auch gerade bleiben. Machen wir noch ein bisschen nach rechts, so ein kleines bisschen. Wir wollen ja links auch noch ein paar Gleise dann hinbekommen.
So gut, jetzt muss ich eben gucken. Die Straße müssen wir wieder ordentlich machen. Dann können wir wieder Geschwindigkeit aufbauen. Das sieht alles nicht so toll aus. Das hier würde gehen. Machen wir es mal so hier. Sieht zwar jetzt nicht so pralle aus. Wobei, ist sogar okay. Kann ich mit leben. Ja, wenn dann will ich es gleich ordentlich haben. Warte mal eben. Schnupp. Zug. Warte mal, irgendwie hier konnte ich das, glaube ich, machen. Geschwindigkeitsgleis. Das hier. So. Aus dem Bahnhof. 3 Millionen kostet das? Ach so. Wahrscheinlich, weil die ganzen Gebäude, ja, weil die Gebäude weggemacht werden. Ist aber egal, weil es ist ein fucking Bahnhof. Die sollen da eh nicht mit 300 durchrauschen. Also in der Regel sollen die dort halten. das spare ich mir jetzt erstmal. So gut, machen wir weiter. Schnupp. So hier ungefähr. Das sieht sogar ganz gut aus. Ja, das können wir so machen. Also wir kommen gerade hier mehr auf 300, als ich gedacht hätte. Dass der Zug hin und wieder mal auf 200 runter muss und dann oder so, das ist ja kein Problem. Die Straße können wir auch wegmachen, vielleicht noch ein bisschen nach links. So, hier wäre perfekt. Sehr gut. Und jetzt einfach gerade hier lang. Hier wollte ich ja dann irgendwann noch einen Bahnhof hinsetzen, aber das ist kein Problem. Da machen wir einfach nur fest die Straße weg, setzen hier einen Kopfbahnhof hin. Vielleicht sollte ich es jetzt gleich noch probieren. Wartet mal eben. Das ist erstmal okay. So, Moment. Kopfbahnhof. Hier ist es. Ich mache mal die Straße ganz kurz weggeben. Hier kann ich leider nicht wegmachen. Das ist ein bisschen ärgerlich. So, Computerbahnhof. Kopfbahnhof. Das müsste aber eigentlich hinhauen. Kann ich ja so hier einfach machen, das ist ja okay. Krümmung zu groß. Dass ich die Straße nicht wegmachen kann, irritiert mich allerdings ein kleines bisschen. So. Ja gut, dieses Depot mache ich dann später dann wieder weg, Leute. Das ist kein Problem. So, Moment. Schnapp. Mittlere Landstraße. Okay, wartet mal eben. Kriege ich hier noch eine Straße durch? Das wäre genial. Ja, wenn ich bis hierhin mache. So würde gehen. Ist schon wieder sehr, sehr abenteuerlich, was ich hier baue. Machen wir es mal so. Behörden beschweren sich auch nicht mehr. Nö, okay, dann haut das so hin. Also wie gesagt, das können wir dann wegreißen, dann können wir das Gleis einfach hier mit verbinden. Das ist dann kein Problem. Ich wollte den Bahnhof nur schon mal gesetzt haben. So gut, dann machen wir weiter. Und jetzt muss ich langsam überlegen. Ich hätte vielleicht schon ein bisschen eher nach rüber machen sollen. Wir machen mal 240, wäre schon ganz okay. Okay, ich sehe gerade, Brücke ist sowieso das Maximum 200 km/h. Oder gibt es irgendwie noch Brücken, wo es noch schneller geht? 217? Okay, wenn ich die Brücke nehme, würde es schneller gehen. Ich glaube, das gefällt mir am besten, wenn das so hier ist. So. Wie gesagt, hier muss ja kein Schiff durch. Speichern. Beziehungsweise akzeptieren. Ah, das könnte interessant werden. So, dann geht's hier weiter. Machen wir schon mal rot. So, hier will ich aber schon sehr gerne, dass ein Schiff durchpasst, weil ich noch nicht weiß, was ich hier hinsetze. Also hier fände ich schon sehr, sehr gut eigentlich. So, der Winkel gefällt mir eigentlich auch ganz gut. Jetzt hoffe ich, dass ich es hoch genug bekomme. Das müsste eigentlich zählen. Das Schiff kann so hier fahren. 100% zufrieden bin ich damit noch nicht, um ehrlich zu sein. So, jetzt müsste auf jeden Fall ein Schiff durchpassen. Ich meine, jetzt wird ja gar nichts mehr angezeigt. Okay, was kostet der Spaß?
830.000. Ja, nee, ist klar. Okay, machen wir das mal so. So, ich kann eigentlich wieder schneller machen, oder? Ja. Behörden haben gerade kein Problem mit mir. Sehr, sehr interessante Strecke wird das. So gut. Und ich habe das extra mit Absicht so gemacht, den Winkel. Weil das jetzt an sich so relativ mittig ist. Einerseits zu Frankfurt und zu der Stadt, wo ich noch nicht weiß, wie wir die dann benennen werden. So, und bevor ich jetzt hier aber weitermache, würde ich hier jetzt erstmal Bahnhof hinbauen. So, hier haben wir Industriegebiet. Da könnten wir sogar Kopfbahnhof Cargo und Kopfbahnhof Passagiere direkt nebeneinander wieder machen. Das könnte gut aussehen. Wartet mal eben. Zwei Gleise. Länge 320. Das ist relativ eben hier. Nee, das ist ein bisschen übertrieben. 240, wir machen 160, das ist okay. Machen wir gleich Highspeed. So viel teurer ist das ja nicht. Setz mal hier hin. So, jetzt müssen wir noch gucken, dass der Winkel irgendwie in Ordnung ist. Sagen, ne? Jo. So, und daneben. Passagiere. Na, guck mal, wir haben sogar neue Bahnhöfe mittlerweile. So, hier hätte ich, reichen an sich auch zwei Gleise. Ich glaube, den Cargo hätte ich sogar eigentlich lieber mehr als zwei Gleise. Wenn der schon im Industriegebiet ist und alles, machen wir gleich vier Gleise draus. So. Kann ich das einfach so reinbauen? Das Gebäude? Würde das gut aussehen? Ich würde es einfach mal testen, oder? Wenn wir es ungefähr so hier setzen, dann ist das ungefähr mittig. Probier das mal eben aus. So, hier würde ich ungefähr sagen, mal noch ein bisschen ran. Joa. Ich weiß nicht, ob das so gedacht ist. Aber guck mal, wenn ich die Maus wegmache, sieht das doch fast aus, als wäre das aus einem Guss, Leute. Also es geht auf jeden Fall hässlicher, sagen wir es mal so. Okay. Ich find's okay, ich find's in Ordnung. Wow! Richtig viele Sachen, die wir gebrauchen können, glaube ich. Die Schiffe gucken wir gleich mal an. Den neuen Kesselwagen können wir auch gebrauchen. Schienenbus müssen wir mal schauen. Was mich gerade noch ein bisschen nervt, ist hier der Winkel ist ein bisschen scheiße von der Brücke. Das würde deutlich besser klar gehen, was die Geschwindigkeit angeht. Sieht das jetzt irgendwie vom Morx aus oder so deswegen? Also das mache ich ja gleich wieder in Ordnung. Das gefällt mir so deutlich besser, Leute. Jo, machen wir so. Ich will mal ganz kurz gucken, wie die Brücke dann aussieht. Das sieht okay aus, wie aus einem Guss. Das hätte ich von vornherein nie anders gemacht. Deutlich besser. Deutlich, deutlich besser. So, okay. Das hier will ich mal eben wieder ordentlich machen, noch schnell. Also ich will dann auf jeden Fall jetzt Züge haben, die über 120 fahren, Leute. Müssen wir vielleicht jetzt sogar schon was holen können. Müssen wir mal gucken. Müssen wir gleich mal schauen. Schallschutzwand. Wie cool ist das denn bitte? Das ist neu dazugekommen gerade. Oh, wie fett. Oh, richtig fett. Feierlich. gucken, wie die aussehen. Nice. Und das hier ist auch scheiße. Ich sehe gerade, dass das auf das... den Steg da geht. Ja, ich weiß nicht, ich krieg die Höhe gerade nicht verschoben. Ich lasse es erstmal so, aber es ist auf jeden Fall cool. Mir fetzt das. So gut, das ist jetzt für Passagiere. Das heißt, wir müssen jetzt hier noch eine Straßenbahnanbindung machen, dann würde das eigentlich schon mal laufen. Ja, dann lass mal loslegen.
Also wir machen jetzt wirklich mal Straßenbahn. Ich will dann nämlich auch in Leipzig und Berlin, will ich mich dann auch endlich mal um Tram und so kümmern, dass wir die Städte im Ort nicht miteinander verbunden haben. Flughafen machen wir dann auch gleich. Trambahnhof ist jetzt auch da. Alter, ist ja riesig, das Teil. Das würde sich hier aber ganz gut machen. Witzigerweise. Aber mir gefällt dieser Aufbau hier noch nicht. Ich mach das mal eben ein bisschen schöner. Ich habe ja nichts gegen Kurven, aber so ein bisschen... Gerade beim Bahnhof und so, finde ich das schöner, wenn das irgendwie so hier ist. So, die Straße hätte ich dann auch gerne eher. Moment. Moment, Moment, Moment. Cool wäre es, wenn wir diesen Straßenbahnhof exakt ranbekommen würden. So hier ungefähr. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Konnte ich schon sehen lassen, auf jeden Fall. Vielleicht hätte ich doch ein bisschen Abstand lassen können hier irgendwie, ich weiß es nicht. Aber wir lassen das erstmal so. Jetzt hätte ich hier aber gerne eine schöne Gerade. Das sieht gut aus. Noch mehr Sinn wird es natürlich machen eigentlich, wenn das Ding anschließt mit dem Gebäude hier, ne? Also mit, Ah ne, das ist sogar Passagiere. Ne, das haut hin. Wunderbar. Ich dachte, das wäre Cargo gewesen. Ne, dann ist es super. Wenn wir hier noch ein bisschen Detailarbeit leisten und so, ist es richtig schön. So. Ich sehe nur, dass hier noch gar keine Gleise sind. Ich hoffe, dass wir dann jetzt hier noch welche reinbekommen, wenn ich das möchte. Tramgleis. Yo. Also mal eben. Jetzt haben wir hier Straßenbahngleise. So gut, dann lassen wir überlegen, wie wir hier die Linie bauen wollen. Ist jetzt ja nicht so groß. Ich würde sagen, wir machen hier eine Haltestelle hin. Ihr hattet mir ja auch empfohlen, unbedingt auf beide Seiten Haltestellen zu machen, wie es auch in echt ist. Das machen wir jetzt, das Team, das machen wir jetzt einfach mal. Wir gucken, ob das dann deutlich besser funktioniert. Würde ja Sinn machen eigentlich. So, ich muss kurz überlegen. Wir machen hier lang. Dann hier lang. Also ich würde hier gerne eine Haltestelle irgendwo haben. Also am besten in dem Bereich. Und in dem Bereich hier. Hier. Okay, ich weiß jetzt wie. Geht's hier weiter. Also hier machen wir zwei Haltestellen hin. Auf jede Seite eine. Lass ruhig jetzt mal ein paar mehr machen. Wir gucken mal, wie weit das was bringt, okay? Wir können ja danach gucken, wie viel die regionalen Straßenbahnen und Busse und so genutzt werden. So, hätten wir. Jetzt muss ich die Haltestellen setzen. Also, hier hätte ich gerne irgendwo. Ganz hier am Rand. Bam. Bam. Dann hier. So, jetzt könnte man drüber nachdenken, hier noch welche hinzusetzen. Ich mach's jetzt einfach mal, okay? Wir werden ja sehen, ob es sich lohnt oder nicht. So, und jetzt bin ich mal gespannt, ob ich das mit der Linie ordentlich hinbekomme. Neue Linie. Linie. Wir müssen jetzt echt gleich mal gucken wegen neuen Zügen, ne? Frankfurt! Tram. So, also du startest hier. Das zählt immer als eine Haltestelle. Zählt das eine Haltestelle. Also ich kann jetzt gar nicht das... Wartet mal, doch, ich kann einfach wieder draufklicken, wenn ich will. Das heißt, die muss hier starten. Und jetzt hier lang gehen. Die Stadt ist eigentlich egal, aber... Also wenn ich mir das jetzt hier angucke, auf der Straße,
sieht das eigentlich ganz gut aus, ne? Wir probieren das einfach mal aus jetzt. Ich habe das sonst immer mir einfach gemacht, wie ich sonst immer auch gemacht hatte. Funktioniert das überhaupt so? Ja, hier ist es ein bisschen komisch, ne? Wir testen es mal. Wir testen es einfach mal. So gut, Straßenbahndepot machen wir noch schnell und dann gucken wir uns das einfach mal an, würde ich vorschlagen. Ob das in irgendeiner Form funktioniert oder nicht. Na, Depot machen wir einfach hier hin, irgendwie ein bisschen außerhalb. So. Dann bitte noch Tramgleise. Da ist noch eine Oberleitung gesetzt, aber wie wär's, wenn du... Ah, das ist ein Busdepot, was ich gesetzt habe, Leute. Das ist das Problem. So. Wenn, dann machen wir es ordentlich. So, das gefällt mir nämlich deutlich besser. Okay, und jetzt hier mit verbinden. Okay, wir probieren es einfach mal aus. Man kann ja, es gibt ja hier die Statistik Linienausnutzung und daran werden wir dann sehen, ob das jetzt deutlich mehr bringt. Und ob wir damit vielleicht auch Plus machen und so. Trams kaufen. Passagiere 11, 40 km/h, 60 km/h, 60 Passagiere. Okay, nehmen wir die hier. Wir machen jetzt einfach, was kostet die pro Jahr? 30.000. Wir machen mal für jede Linie eine und dann gucken wir mal, wie die hinterherkommen. So, okay, Moment. Frankfurt. Tram 2. So, Linie zuweisen. Moment, ich mach das hier mal noch ordentlich. So. Weg zur Haltestelle kann nicht gefunden werden, elektrisch. Okay, jetzt müsste es überall elektrisch sein eigentlich. Nächster Versuch. Linie zu weisen. Okay, wartet mal eben. Ja, wollt ihr mich veräppeln? Meint das jetzt nicht elektrisch ist oder was? So. Bitte elektrisch machen. Jetzt hoffe ich, dass es geht. Juhu! Nice, Leute. Unsere erste Straßenbahn. So, kann ich noch eine kaufen? Mit der hätte ich das wahrscheinlich machen können, ohne dass die... dass da Leitungen sind und so oben. Aber wenn, dann machen wir es gleich richtig. So, und die muss jetzt Linie 1 noch, die wir jetzt noch gekauft haben. Okay. Also das ist jetzt wirklich absolut regulär, wie man es auch aus echt kennt. Zwei verschiedene Linien, also an sich ist es eine Linie, aber halt jeweils in eine andere Richtung. Jo. So gut, Leute, bevor wir jetzt hier irgendwas weitermachen, die Schiffe laufen richtig gut. Das weiß es richtig gut, aber sie machen sogar Plus, obwohl wir natürlich dann am meisten Plus mit den Zügen machen. Ach du Scheiße! Genau deswegen wollte ich jetzt nachgucken hier. Ich hatte am Anfang gesagt der Folge, dass ich das gerne austauschen würde, beziehungsweise Anfang der Session. Spätestens jetzt ist der Zeitpunkt gekommen. Aber wir holen jetzt einen richtig coolen Zug, Leute, einen richtig coolen Zug. 418 ist hier. So, wie alt ist denn der Gute jetzt? 48 Jahre, okay. Ich kümmere mich jetzt drum. Wenden bitte.